Wir haben heute am 26.10.2013 die 13. Berufsstartermesse Go hier in der Prignitz. Fast immer in den 13 Jahren am gleichen Veranstaltungsort in Perleberg in der Rolandhalle. Und wir haben einen stetigen Zuwachs an Ausstellern jedes Jahr. Wir haben ganz klein mal angefangen, sind dann über die letzten Jahre um die 60 Aussteller gewesen, dann knapp 70 und in diesem Jahr haben wir wieder einen Ausstellerrekord mit 74 Ausstellern und es gehören auch in diesem Jahr immer mehr Hochschulen dazu. Wir haben die Universität Rostock dabei, wir haben die Uni Magdeburg dabei, aus Frankfurt haben wir eine Uni aus Lüneburg, also Potsdam, die Fachhochschule Brandenburg. Es ist sehr vielseitig, es sind aber auch regionale Unternehmen und das sind auch kleine Unternehmen wie ein Augenoptiker aus Wittenberge oder der Coiffeur in Wittenberge, aber auch Großbetriebe, die an die 50 bis 100 Mitarbeiter haben, große produzierende Betriebe, Chronotex, Awewe, Kartoffelstärkefabrik, Crema Olio aus Hamburg, die in Wittenberge auch eine Filiale haben, ein Produktionsbetrieb, die Deutsche Bahn, die Polizei. Und wir natürlich mit unserem Stand, die Zeitung. Ich habe mir angeguckt, diese Ausbildungsmesse, weil die Frage einer künftigen Berufsausbildung und der Fachkräftesicherung für die Unternehmen eine ganz wichtige Herausforderung ist, aber auch für die jungen Leute, die sich hier orientieren können, welche Berufe es in der Region gibt, ganz konkret hier vor Ort. Und weil diese Frage für die zukünftige Entwicklung des Landes eine wichtige Frage ist, bin ich hergekommen, um mir das mal anzugucken. Ich glaube, dass diese Messen, diese Kontaktbörsen, sage ich mal, wichtig sind für alle Beteiligten, einmal für die Aussteller, aber auch für diejenigen, die sich hier orientieren wollen und gucken nach Berufsmöglichkeiten oder auch nach Möglichkeiten, was vielleicht nicht so gut zu einem passt. Auch das ist ja wichtig, dass man sieht, was vielleicht nicht so das Wahre ist. Also in diesem Jahr ist für mich das dritte Mal, dass ich mit dabei sein darf und in diesem Jahr habe ich es extrem stark mitbekommen, dass um 10 Uhr die Tore aufgingen und ein Riesenstrom an Schülerinnen und Schülern mit Eltern und Großeltern hier die Messe besucht haben. Also es war innerhalb kürzester Zeit knüppeldicke voll und wir gemeinsam mit meinen Mitveranstaltern, mit der Volks- und Raiffeisenbank und dem regionalen Wachstumskern, sind wieder einmal hochzufrieden und stolz auch auf unsere eigene Leistung, dass wir diese Messe so gut hingekriegt haben. Und wenn man mal draußen sich hinstellt und schaut, wie die Schüler rausgehen, was sie so tuscheln und wie sie sich unterhalten, dann kann man nur ein positives Feedback mitnehmen. Also die Reaktionen sind sehr positiv. Sie haben viel in den Taschen, viel in den Händen, Zettel, Informationsblätter, um sich dann wahrscheinlich in Ruhe auch nochmal alles zu reflektieren, zu schauen, was gefällt mir und wo geht die Reise hin? Und wie Herr Gerber in seiner Begrüßung gesagt hat, auch was will ich nicht werden? Auch das kann man ja hier auf unserer Messe sehr gut herauskristallisieren, was möchte ich und was möchte ich nicht werden.